26 Gruppen, zum einen die Ehrengäste der Stadt Neuenham, angeführt von unserem Bürgermeister, City Süd 2.0, die Volkshochschule Wesermarsch, die Reitanlage Bärbel und Ludwig Schramm, die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die Tanzgruppe Escalate, die Artenser, Dennis Noppmann mit seiner Maisfeldfete, die Feuerwehr Nordenham, das Budjadinger Tor, der Kleingartenverein Blühauf, das Refugium Wesermarsch, Juku Gü, die junge Kunst und Güterschuppen, die Ebusa Sportsmokers, der Shantikor Nordenham, die Kreiszeitung Wesermarsch, die Wischer, der Musik, ja, lautstark, ja. Der Musikzug Burgdorf Uwe-Dönne, die Stadtbücherei Nordenham, genau, da könnt ihr euch auch mal freuen. Die sind nämlich jedes Jahr dabei und sie sind immer ganz, ganz gern gesehene Gäste hier. Die Stadtbücherei Nordenham, die Beach Kids aus Blexen, die Kinder- und Jugendfarm, der Nordenhammer Reitclub, die DLRG Nordenham, die Tanzgruppe Diamond Crew, unsere Rossheuler, wie immer mit ihren Treckern und last but not least, unser THW, ohne euch Jungs und Mädels geht mal gar nichts. Wir haben zwei Premieren. Wir haben eine Gruppe in den Platzierungen, die dieses Jahr neu dabei ist. Und wir haben dieses Jahr auch das erste Mal drei dritte Preise. Das heißt, wir haben insgesamt fünf Preise, drei dritte, einen zweiten und einen ersten Preis. Und der Grund dafür ist, dass wir dieses Jahr fanden, dass der Umzug und die beteiligten Wagen dieses Jahr ganz, ganz besonders schön waren. Es haben sich ganz, ganz viele Gruppen sehr viel Mühe gegeben. Wir sind zum zweiten Wiesmoor hier, jeder hat irgendwie Blumen dabei und Ketten um. Und ich will es nicht ganz so spannend machen, wir fangen an mit einem der ersten dritten Preise und den verleihen wir an den Nordenhammer Reitclub. Und wenn ihr bitte dann auch mal auf die Bühne kommen würdet.